Aus Liebe zur Musik, der Schmitz Hi-Fi Podcast. Guten Morgen, lieber Christian. Hallihallo, Peter. Wie geht's dir denn? Ach, jo, man haut sich so durch, ne? Ja, du hast ja, wie viele andere, die eifrig Karneval gefeiert haben, ordentlich flach gelegen, mein Lieber, oder? Ja, ja, war echt. Ja, ich hab wahrscheinlich zu viel gesungen. Oh nein, gib uns bitte keine Kostprobe. Nee, ab heute geht's wieder halbwegs und deswegen machen wir heute auf Strecke Podcast und deswegen ist heute schon wieder Mittwoch und nicht Dienstag, verzeiht uns da draußen. Genau, anders war das nicht möglich. Aber ich habe dankenswerterweise guten Zugriff per VPN auf unsere ganzen Mails. Ja. Und heute Morgen kam eine E-Mail vom Pannes-Vertrieb. Hast du die gesehen? Die habe ich auch gesehen. Ja, was ganz was Feines. Witzig, ne? Habe ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Und zwar sind das die Ellipsen. Ja, genau. Ich hab da die Dinger gesehen und dachte, das wäre eine Kabass-Box. Oh Gott. War es aber dann gar nicht. Sieht aber ähnlich aus, ne? Nur dass die Ellipsen, ich glaube, also Planet L Anniversary heißen die Dinger. Ja, genau. Und die sehen richtig schick aus. Ja, genau. Ja, gibt es in unterschiedlichen Farben. Und diese Anniversary, also es ist ein runder Lautsprecher. Runder, kompakter Lautsprecher. Sieht aus wie so ein kleiner Globus, aber richtig schick verarbeitet. Und diese Anniversary Edition hat quasi Goldapplikationen, aber richtig schön mit unterschiedlichen Farben. Es gibt Grün, es gibt Blau. Und schaut euch die mal an. Ellipsen Planet L Anniversary ist jetzt gerade rausgekommen. Und das Pärchen liegt bei 999 Euro. Ich würde sagen, wir lassen uns mal eine schicken zur Probe, oder? Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, Überraschung, wir führen die Marke gar nicht. Genau. Also so viel zu dem Thema. Das ist wahr. So viel zu dem Thema. Nee, also ich habe noch nie eine Ellipsen gehört. Ich hatte die auch ehrlich gesagt überhaupt nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich ja auch nicht an Kabass gedacht. Also wir lassen die mal kommen. Falls du das hörst, Marcel Pannes, dann schick uns mal so ein Pärchen zur Probe, aber wir hauen dich nochmal an. Genau. Super. Ja, sieht eher aus wie für einen Weihnachtsbaum, so ein bisschen, ne? So ein bisschen geschenkmäßig. Also schickes Ding. Ich weiß gar nicht, wie groß die sind in echt, aber gucken wir uns mal an. Dann haben wir heute fix gemacht die Bestellung von einem brandneuen MBL-Gerät. Ja, und genau. Zwar, C41. Genau, C41 und, also das ist eine Streaming, ja, eigentlich erstmal nur ein Streamer, würde ich sagen. Genau. Der aber auch digitale Eingänge hat und aus der Cadenza-Serie kommt. Deswegen das C, also alles, was bei MBL mit C im Namen beginnt, ist im Cadenza-Serienprogramm erhältlich, und also im Einstiegsprogramm quasi, bös gesagt. Und C41 ist also ein Streamer mit Digitaleingängen. Und da sind wir schon ganz lange dran, weil das Gerät, haben wir sicherlich auch schon mal im Podcast erwähnt, nur das hatte jetzt, ne, das kam jetzt mit einer halbjährigen. Kam jetzt erst vor 2 Wochen. Ja. Halbjährigen Verzögerung oder so auf dem Markt wegen Software-Themen. Und das Teil, besonders ist es deswegen, weil es auch eine Lautstärkeregelung hat, wenn man eben damit klarkommt, dass es rein digital ist. Also man kann halt keinen Schallplattenspieler anschließen, außer mit einem Analog-Digitalwandler oder so. Ja. Aber ansonsten kann das Ding, was genau? Es kann Rune, also komplett Rune-Ready Endpoint. Ist Airplay zertifiziert, es kann verschiedene Connect-Dienste, also Tidal Connect, Cubase Connect, Spotify. Und das ist jetzt quasi der Einstieg, was dann noch mehr drumherum kommt um die eigentliche Streaming-Plattform, kann man dann noch gar nicht sagen. Aber ich sag mal, das ist ja schon mal ein Blumenstrauß, der wirklich gut gefüllt ist mit den relevanten Diensten. Für uns natürlich wirklich extrem interessant, dass er Rune unterstützt und damit quasi das ganze Potpourri anbietet, was wir an Möglichkeiten mit Rune dann zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Und dazu haben wir direkt geordert die C21, das ist eine Stereo-Endstufe. Ja. So habe ich quasi eine in Anführungszeichen Vor-Endstufen-Kombination, aber wie du schon sagtest, halt nur mit digitalen Eingängen, weil es sich in erster Linie um Streamer handelt, aber die Lautstärkeregelung auf höchstem Niveau tatsächlich hervorragend funktionieren sollte. Also
da erwarte ich mir schon relativ viel davon. Ja. Gerade auch dann steuerbar über Roon. Ich hatte, also auch die Lautstärke über Roon. Ich hatte dazu auch mit Jürgen, mal Jürgen Reis, mit dem Entwickler gesprochen, schon vor ein paar Wochen. Ja. Also schon länger her. Und der war auch ganz begeistert. Also von der, also die, was heißt begeistert, der hat es auch entwickelt, klar, aber er sagt schon, das ist eine digitale Lautstärkeregelung, die da drin ist. Und wenn man damit klarkommt, dass es rein digital ist, dann ist es wohl kein, kein Nachteil mehr zur Vorstufe von der Cadenza-Serie. Also im Prinzip gibt es kein... Das ist eine Aussage, ne? Das fand ich krass, ne? Weil das ist ja auch ein Kostenpunkt, der ist deutlich. Also wenn man dann keine Vorstufe braucht, spart man jetzt, ich weiß nicht genau, sag mal 8.000 Euro. Also das ist schon super interessant. Genau, aber ja, hören konnten, taten wir es bisher nicht. Haben wir jetzt, hast du es in Weiß bestellt oder in Schwarz? Weiß Palinux, also Weiß Chrom in der Variante. Okay, weil ich war eben auf mbl.de und ich finde das ja so, ich finde das so geil, wenn du auf mbl.de gehst und dann gehst du auf Produkte und so und dann haben die ja immer diese Anlagenvorschläge. Ja, ja. Ich habe mir das jetzt mal rausgesucht, pass auf. Also also die Kombi hätten wir dann auch genauso im Laden, eben dann ja in komplett weiß scheinbar, also die 126er Box, schlagen die nämlich vor mit dem, das nennen die dann MBL CL-09. Das ist ein Set quasi C41 mit C21, also der Stereo-Endstufe, und in 126ern auf Stands und liegt dann bei einem UVP in Summe von 30.090. Oha, ich finde das, find das so cool, dass die da, so, dass die da eiskalt ihre, ihre Preise so hinschreiben. Und ich finde das immer cool, weil das so mit offenen Karten ist und jeder weiß, okay, abgefahren ist eigentlich eine sehr, sehr kleine MBL-Kette, kostet aber eben schon 30.090 Euro. Auch dass sie es nicht knapp machen, finde ich cool. Also, das ist halt so, und 30.000 Euro. Die runden das nicht ab, sondern schreiben das. Das können wir ja dann machen. Ja, genau. fand ich irgendwie sportlich, aber witzig, ja. Aber mit Sicherheit ist die Endstufe auch in der Lage, nicht die, nur die kompakten 126er zu betreiben, sondern deutlich darüber hinaus. Ja, ja, nee, die haben auch die Kombi mit anderen Speakern aufgelistet, aber ich fand irgendwie die so witzig, weil wir die ja genauso unter anderem dann auch da haben. Da habe ich gerade einen schönen Einwand, sorry, da muss ich mal kurz dazwischen grätschen. Es kam ein Kommentar bei YouTube, dass doch bei Akkuface keine Preislisten online sind. Ja, weil du gerade sagtest, das ist so transparent bei MBL. Das wird kommen. Also die Pia hat sich jetzt dazu, bewegen lassen, eine transparente Preisliste der Produkte, die in Deutschland und Umgebung verfügbar sind, online zu stellen. Wann das kommt, kann man noch nicht sagen, aber damit endet quasi diese Jagd nach dem Preis von einem neuen Gerät zum Beispiel. Aber wenn da Fragen offen sind, dann ruft uns doch an. Genau, ja. Übrigens, aber die Frage kommt halt immer wieder. Da sind wir aber schon beim Thema. Ne? Wir haben auf der japanischen Homepage, also uns wurde das zugespielt, ne, dass auf der japanischen Homepage so ein neues Produkt erschienen ist, von dem man lange gemunkelt hat, ob es denn überhaupt noch mal kommt, der Nachfolger, oder eben nicht. Schaut doch mal da drauf, ist ganz spannend. Und die Farbe, verrate ich schon, ist Gold. Nein. Auch nicht auswählbar. Nicht auswählbar Gold oder nicht abhakbar Gold, genau. Sehr schön. Aber wir hätten, weil auch da gab es ja einige Kommentare und drunter in den letzten Wochen bezüglich den Akkuface Vorstufenvergleichen und dann auch eben dem E800, dass die einen sagen, ja, das scheut dann eher so einen Vergleich, also öffentlich zu machen, scheut so ein bisschen davor ab, einen E800 zu kaufen, weil die ja dann nicht mehr bei quasi... gefühlten 100% ist, sondern ein bisschen niedriger vom Klang. Das stimmt, ist ja auch ein bisschen fies. Eine 103900, da kostet ja allein die Vorstufe 32.000. Wäre ja auch jetzt aber auch auf der anderen Seite komisch, wenn da keine Klangsteigerung mehr da wäre. Aber ja, die ist da. Aber wenn ihr oder jemand da draußen Interesse hat im E800, wir haben, und das ist dann wieder was Schönes bei so einem Vorstufenvergleich, ne? Da fallen nämlich zwei E800 gerade ab, die haben wir in Zahlung genommen. Und wenn da jemand Lust hat oder Interesse hat am E800, dann haut uns an. Wir kriegen also zwei Modelle, die wir auch beide verkauft haben. Sind beides PIA-Geräte, selbstverständlich. Ja, natürlich. Der eine hat keinen Karton allerdings und der andere hat aber einen Karton. die kriegen wir in Zahlung. Und wenn ihr da Interesse habt an einem Preis oder so, ist natürlich auch wieder, also ist eine Zahlung, aber das heißt, wir haben ein Jahr auch nochmal von uns Garantie da drauf. Ihr kennt es vielleicht, bei Akkuface ist die Garantieverlängerung
nicht überschreibbar. Also wenn man eine 3-Jahres-Garantie erhält von der PIA, da kriegt man so eine Karte, wenn man Erstkunde ist, Erstkäufer, dann ist das, diese Verlängerung ist nicht überschreibbar auf den Nächstkunden, aber wir haben 1 Jahr Garantie wieder, die wir als Händler geben. Ne? Also, und wann geht schon mal ein Akku-Face kaputt? Ja, gut, davon abgesehen, aber genau. Aber ja. Die Angst ist ja immer dabei, ne? Man weiß ja nie. Ja, das stimmt. Dann haben wir unseren Dschungel, das ist quasi der neueste Raum, den wir, also neu ist mittlerweile auch schon wieder 1,5 Jahre alt. Jetzt musst du auch erklären, warum du den immer Dschungel nennst. Warum wir den Dschungel nennen? Weil wir eine Dschungeltapete an einer Seite haben. So eine Moe-Tapete. Genau, eine Moe-Tapete und da ist ein großer Dschungel abgebildet mit so Fantasietieren und deswegen heißt er bei uns einfach Dschungel oder der Dschungel. Und da haben wir was gemacht, was wir schon tatsächlich vor Jahren im ersten HiFi-Studio aufgebaut haben. Wir haben eine Glasfront bzw. Schaufensterscheibe und da haben wir Körperschallwandler, sogenannte Exciter, angebracht. Somit haben wir die Möglichkeit, die Glasscheibe zum Schwingen zu bringen. Das ist cool. Und das ist wirklich cool. Ja, und den Leuten, die draußen vorbeigehen, ja, frohe Kunde zu verbreiten. Super witzig, wirklich. Ja. Es ist wirklich lustig, ja, innen drin läuft dann so ein Monitor mit entsprechendem Content und das Ganze wird dann nach draußen getrieben. Das ist jetzt nicht nur einfach ein Gag, sondern sowas setzen wir auch durchaus in Projekten ein, zum Beispiel im Küchenbau, wenn man keine Lautsprecher sehen möchte. Dann kann man auf Felder in einem Küchenbereich, die jetzt keine Funktion, sondern einfach nur eine Blendfunktion letztlich erfüllen, diese Exciter von innen aufkleben. Kann den Verstärker mit einem entsprechenden Zuspieler, was immer das sein möchte, kann man durchaus in einem Multiroom-Konzept dann entsprechend auch einen Verstärker oder Ähnliches dann mit anbinden. Und so komplett, ja, ohne dass man etwas sieht, ganze Elemente zum Schwingen zu bringen. Wenn man das Ganze mit einem DSP versieht, klingt das erstaunlich gut. Ja, also ja. Natürlich nie so gut wie ein sichtbarer Lautsprecher, muss man fairerweise sagen, aber in so einer Designerküche, wo man nichts sieht oder vielleicht auch im Badezimmer unter Fliesen, weil wir Feuchtigkeitsprobleme haben etc., wirklich interessant einzusetzen. Da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten, also nicht nur mit Körperschall oder Wandler oder Exciter zu arbeiten, sondern du hast doch jetzt auch gerade was angeboten in der Richtung. Ne? Genau, wollte ich noch erzählen. Ich war auch auf einer Baubesprechung. Aber noch ganz kurz zu den Excitern. Schöne Grüße an Kolja, weil der liebe Kolja hat es endlich umgesetzt. Und ich finde das so toll, dass er es gemacht hat. Genau. weil die Idee, die spukt mir seit Jahren irgendwie im Kopf rum, dass man am Schaufenster draußen steht und in einem Video sieht und hört. Finde ich irgendwie witzig. Ich hatte eine Baubesprechung und mit einem lieben Pärchen von uns, also einem Kunden von uns, bauen ein großes Haus um und da haben wir Unterputzlautsprecher, die wir auch schon mal hier im Podcast besprochen haben, eingeplant. Ganz witzig, ne? Da habe ich, den Auftrag unterschrieben bekommen habe ich vor, ich sag mal, 2 Monaten oder so. Da war jetzt Baubesprechung mit dem Elektriker. Und dann gucke ich vorher in der Baubesprechung, gucke ich so in den Lichtplan rein, weil das ist ein altes Haus und es gibt eigentlich keine richtigen Architektenpläne, sondern nur so Handzeichnungen und irgendwie nicht, nicht komplett in der richtigen Verhältnis. Also, und der Lichtplaner, das ist ein Italiener, der hat sich aber die Mühe gemacht und hat das wirklich mal richtig schön aufgezeichnet und deswegen habe ich, er war gut. Und dann, das schöne Zufall war, ich gucke dann in den Lichtplan rein und denke so, mit den Lichtplan und dann, ich wollte so einen Unterputzlautsprecher über den Tisch anbringen, weißt du, und dann sehe ich aber da sind super viele Spots angebracht. Da ich so, fuck, gut, da habe ich also Probleme, da muss ich jetzt noch mal überlegen, ob wir mehr kleine Unterputzlautsprecher setzen anstelle einem großen über dem Esstisch, da bin ich noch nicht sicher, aber für ganz lustig. Und zum Beispiel fand ich jetzt toll, so eine ganz große offene Küche, da kommt ein 43er Löwe-Fernseher an eine Wand, die Wand ist nackig und da planen wir jetzt extra dann nochmal ein HDMI-Kabel ein, ein langes, was dann unter der Küchenzeile mündet, wo dann der Sonos Amp steht, also Sonos-Verstärker, der hat ja dann diese Auto-On-Funktion mit CC, das heißt, wenn der Fernseher angeht, startet der Sonos mit und dann kommt eben der Ton aus der Decke. Und zwar eben vollständig unter Putz, also komplett eingeputzt. Bin mal gespannt, wie es wird. Freue ich mich. Genau. Ist natürlich einfach alles viel Planerei, ne? Hat mir auch der Elektriker hat mir jetzt auch erzählt, die setzen da Access Points ein, also WLAN-Repeater, die in Unterputzdosen setzen. Und das fand ich mal ziemlich cool. Also genau,
Da bin ich mal sehr gespannt, wie, ob die funktionieren. Er wusste jetzt noch nicht, ob die meshfähig sind, aber ich kannte die bisher nicht. Mal schauen, wie es wird. Genau. Gibt es da nicht auch welche von Ubiquiti? Das weiß ich nicht. Ich hab die, keine Ahnung, hab das nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, welche er nutzt. Schau dir das mal an. Ja, fand ich cool. Genau. Aber man sieht, es gibt tatsächlich viele, viele Möglichkeiten, auch im, ja, im sogenannten CI, also Custom Installation Bereich, schöne Möglichkeiten hinzubekommen, die, naja, sagen wir mal so, jeder Architekt absegnet. Ja, auf jeden Fall, genau. Also zumindest auch jeder im Haushalt, genau, mal gucken mal. Ja, sehr schön. Du bist nächste Woche, wenn du denn gesund bist, ich glaube, dafür bin ich eine gesund. Einmessung beim Händlerkollegen. Ne? Dafür bin ich gesund. Genau. da freue ich mich mega. Mit Janik fahren wir Donnerstag Nachmittag für MBL zu einem Händler und da ist ein großes Event mit der Extreme und wir messen es wieder ein. Und da bin ich einfach mal gespannt drauf, wie das wird. Genau. Und cool. Halben Tag einmessen und ich hoffe, das geht von der Zeit auf, weil das ist ziemlich sportlich. Also ein paar Kilometer zu fahren, ne? Ja, genau. Also wenn jemand da draußen MBL Extreme hören möchte, steht dann, und ich glaube, das Event ist dann auch, aber da bin ich nicht ganz wasserdicht, das ist beim MT-Studio in Neustadt. Neustadt an der Weinstraße. An der Weinstraße, genau. Und da steht die Extreme und das muss ein ganz, ganz tolles Event immer sein, die der Händlerkollege da macht. Das der Händlerkollege macht, das ist wohl in so einem Weingut, ne? Habe ich so gehört. Ja, habe ich auch gehört. War ich aber auch noch nicht. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen, tatsächlich. Jo. Also wenn jemand nochmal eine Extreme hören will, wird bestimmt cool. Genau. Definitiv. Ja, dann kommt, ich glaube, du hast noch was bestellt von Melco, ne? Ja, genau. Zur Probe. Was war das gewesen? Das ist ein SFP Plus Kabel von Melco. SFP Plus ist dieses, Lichtleiter. Ja, eigentlich, genau, ganz witzig, und da bin ich auch noch nicht durchgestiegen, eigentlich ist SFP ja der Standard, um Netzwerk über Lichtleiter, also LWL zu bauen, also zu übertragen. Genau. Aber dieses hier, das heißt C1D20, das ist ein SFP Plus Kabel, das aber Kupferleiter drin hat. Das ist also wohl gar keine galvanische Trennung. Das hat anstelle vier, also normale Netzwerkkabel hätte ja dann irgendwie vier verdrillte Kabel. Und das hier hat dann nur zwei verdrillte Kabel, wenn ich richtig bin. Und ist explizit nur dafür da, um eben Musikdateien zu übertragen. Erfüllt aber eben diesen SFP Plus Standard. Und ich habe jetzt einen Kunden da und auch für uns wollte ich es probieren. Die Verbindung von dem Melco Switch S100, der hat diesen SFP-Anschluss und dann an den Lumin U2, der hat auch diesen SFP-Anschluss. Und das wollte ich mal gegenhören. Es gibt von ADOT, ADOT ist eine Marke, die auch im 3H-Vertrieb ist, also auch bei Melco und so, die machen auch so Lichtwellenleiter Kabel und das wollte ich mal gegen dieses neue Melco-Kabel anhören. Also das neue Melco kostet schon Kohle, ich glaube, das ist immer fix 2 Meter, meine ich, und das liegt bei 899 Euro. Und das ADOT als Single-Variante ist irgendwie günstiger. Ich habe den Preis gerade nicht im Kopf. Und das wollte ich mir mal gegeneinander anhören für den lieben Matthias aus Heidelberg. Der hat da eine Kette bestellt und das wollten wir mal testen, wie das ist. Okay, spannend. Ja, finde ich auch. Ja, super. Also da siehst du wieder, ne, also wie viel kleine Rädchen es beim Digitalmusikhören mittlerweile gibt und wo man sich überall aus, was man probieren muss. Ja, absolut. Schon, genau, das stimmt. Nächste Woche müssen wir noch was anteasern, ne? Nächste Woche geht was. Natürlich. Geht was online endlich. Hau mal raus. Ja. Also nächste Woche geht unser Interview mit Siegfried Amft online. Und da bin ich echt gespannt, weil das hat richtig Spaß gemacht. Ganz viele Eindrücke natürlich von so einer Koryphäe, Siegfried Amft, der Inhaber und Gründer von T&A Elektroakustik. Und da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Das wird, ich weiß gar nicht, Stunde 15 oder so. Es war relativ lang. Ist ein langes Gespräch, auch ein bisschen technisch teilweise. Aber ich, also für mich war es super interessant. Super interessant. Absolut. Weil ich auch viel mitgenommen und viel gelernt habe. Absolut. Und da kommen natürlich auch ein paar Informationen zu neuen Produkten zur Sprache. Ja. Und passend dazu werden wir am 27.02., da ist nämlich dann, da endet ein sogenanntes Embargo, also da dürfen wir ein neues Produkt präsentieren.
Und das Video ist schon gedreht worden. Wir haben darüber schon mal im Podcast gequatscht, wo ich so lustig weggepiepst wurde, weil ich es dann doch verraten habe. Könnte ich mich dran gewöhnen. Ja, ja, genau. da kriegst du das Husten, ja. Herrlich. 27.02. 15 Uhr. Ich habe es eben bei YouTube eingestellt, geht das Video hoch. Und der Podcast wird eben dann auch am 27. veröffentlicht. Ich muss sagen, da war ich ja auch so ein bisschen kleines Kind, ne? Vorher habe ich mich gefreut. Mhm. Siegfried Amthor, dann weißt du, okay, der kommt extra zu dir aus Herford gefahren, um an so einem Podcast teilzunehmen. Und das war schon, also das war sehr beeindruckend für mich. Fand war ich, cool, sehr auf spannend. Jeden Fall. Ja. Hat richtig Spaß gemacht. Vielen Dank auch nochmal. Grüße nach Herford. Auf jeden Fall, genau. So, kommen wir zur Mucke? Kommen wir zur Mucke. Dann hau mal raus. Soll ich raushauen? Ich hab so, ja. Leute, was zum Feiern. Habe ich sacklaut gehört an Karneval, also dem Grund für diese Stimme. Und zwar Lapras Banda. Seit Ewigkeiten noch mal richtig laut Lapras Banda gehört. Leute, hört mehr Lapras Banda. Brass, sicherlich im Namen für Brass, also für Blasmusik, ist eine bayerische Blasmusikkapelle. Super, super gute Musiker dabei. Und die haben ein Live-Album, das ist auch mega gut aufgenommen, das Ding. Live Olympiahalle München, und den Song, den ich jetzt nenne, ist Techno. Das ist so bayerisch Techno. Lass dich frecken. mega Bass und super, halt auch mit Text. Ich verstehe nicht alles, weil es halt so bayerisch ist, aber es ist sehr lustig. Also richtig Gaudi, Lapras Banda Techno. Genial. Alter, das muss ich mir mal anhören. Super. Ich habe ein Trio, SMV, das sind die Anfangsbuchstaben der Initialien, Stanley Clark, Victor Wooten und Markus Miller. Alter. Drei jeweils absolut, absolut begabte Jazz-Bassisten. Und jetzt kennen wir ja alle die ganzen Witze, die über die armen Bassisten draußen existieren. Die werden hiermit wirklich komplett geschlagen. Also das Album heißt Thunder und der Titel heißt Classical Thump. Okay. Und das sind die drei, die spielen nur Bass und die geben sich da richtig was vor die Nase. Absolut genial. Super aufgenommen, grooved richtig der Song, müsst ihr euch anhören. Und genauso laut wie Peters Song. Ja. Da haben wir dieses Mal zwei bassige Tracks. Geil. Ja, absolut. Top. Dann würde ich sagen. Sehr schön. Viel Spaß beim Bis nächste Woche. Macht's gut. Genau. Bis nächste Woche. Wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.